Das muss ja was Kleines sein. Ja, jetzt höre ich was. Eieiei, was sehe ich denn da? Der Bauwagen ist ja auch nicht mehr der neueste. Risse und Löcher. Naja, wie sieht's denn da drüben aus? Ja, kommt aus dem Kuck. Wer heult? Gut, jetzt! Gut, jetzt! Gut, jetzt! War doch mal ruhig! Hier ruhig! Ich kriege ihn. Wenn ich so weitermache, wohne ich bald in einem Schweizer Käse. Sieht sowieso schon schlimm genug aus, der Wagen. Die Farbe ist abgeblättert. Meine Treppenstühle sind kaputt. Und der Kloschrank, der löst sich auch schon auf. Ich glaube, ich muss kacken. Sagen Sie mal, ich brauche Sperma zum drauf sitzen und stehen. Ist das hier die richtige Dicke? Ja, stabiler. Dick. Danke. Meine Güte, was es hier alles gibt. Für jeden Geschmack das Richtige. Dünne Latten, dicke Balken, große Latten, kleine Latten und Nuten und Pfiff. Die brauche ich doch. Ja, das sind die richtigen. Tram, die richtige Breite. Und sie heißen Nuten, weil sie nämlich alle auf der einen Seite so eine kleine Rille haben hier. Und es pfeift mir durch die Ritzen. Nehmen wir gleich ein paar davon. Ja. Was haben wir denn noch? Das hier sieht aus wie ein Brett. Das ist nichts für mich. Ich möchte richtiges Holz. Das. Da haben wir es ja. Plastik. Echtes Plastik. Mal so. Fast durchsehen kann. Damit beklebt man kann. Damit es schöner aussieht. Platten, ja, die brauche ich. Na, die ist ungehobelt und zu breit. Die sind schön. Die nehmen wir. So, raus. So. Das ist alles. Und hier, das Lohn hier auch noch. Danke. Das ist Kiste, da ist billig. So, was macht's denn jetzt? Das macht für Sie 100 Pfennig, inklusive Mehrwertsteuer. Ein Mark für das bisschen Holz? Das kann doch wahr sein. Das ist sowas. Halt! Halt, warten Sie! Nicht hin! Halt, warten Sie! Halt! Servus. Tja, irgendwo muss man noch kommen können. Wo kommt's denn her? Aus dem Holz. Jede Menge Holz. Das Abfallholz hier, das wird wohl auch nicht mehr gebraucht. Ne? Ja, schönen guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja. Was treiben Sie denn hier? Ach, ich sammle so ein bisschen Holz. Ist doch verboten, oder? Ja, eigentlich, aber. Na, meinetwegen nehmen Sie das Zeug ruhig mit. Danke. Was wollen Sie denn? Das, ich brauche ein bisschen billiges Holz, wissen Sie? So, und so. Ach so. Ja. Nur ein bisschen billiges Holz. Wissen Sie nicht, dass das Frevel ist? Das kann teuer werden. Mein lieber Mann. Was denken Sie, wie viel Geld und Mühe es kostet, bis so ein Koch steht, mein lieber Mann? Und wann ist so ein Mega Gemüse? Schlachtreif? Schlachtreif? Na, wie sich das anhört. Das neigen der Wimmer. Frau, du machst euch das nicht hier. Reicht dann nur an zwei am Schlamm. Hier ist neu, Frau. Na, wer braucht denn so viel Holz? Sie, ich. Jeder Schnemmschinschland braucht pro Jahr ein Kubikmeter Holz. Ein Kubikmeter Holz?
Wie viel wäre denn das ungefähr? Ein Kubikmeter. Alles übertreiben Sie aber. An diese Bretter war so leicht nicht zu kommen. An diese auch nicht. Diese Teuer waren sicher zu Bretter. Aber kurz drauf. Hat sich doch gelohnt. Blumhut. Ach, hey, noch. Sagen Sie, hätten Sie da vielleicht so einen kleinen Rest für mich? Ja, hier. Den Kopf haben Sie gerade frei. Das stinkt ja furchtbar. Ach, Radfahrer. Und ein Grille. Ja, aber was wollen Sie? Naja. Steigen Sie mit ein. Auf. Hm? Gut. Nicht. Jetzt müssen wir mal mit anschießen. So. Ah, oh, Augenblick. Vorsicht. Alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ach ja, übrigens, da drüben ist ein Zimmer. Vielleicht kriegen Sie da Arbeit. Versuchen Sie es mal. Ja, mal. Ah, Tag, Meister. Tagchen, was darf's denn sein? Ich suche, was haben Sie da vielleicht was für mich? Ja, müssten Sie dann mal nachgucken, was Sie davon ja, danke, brauchen pa. Können. Ah, das ist ja ein schönes Stück hier. Ist alles Hanf. Ja. Mhm. Und jetzt schrauben Sie den Dübel. Dübel, das sind diese Holztapfen da. Ja. Das ist Dübel. Ah, so kann man es also auch machen. Mit Dübel. Und Dübel gibt's nicht nur in der Wand. Nee. Sehr schön. Ja, mit Holz. Ja, mal. Ach, sagen Sie mal, Meister, haben Sie vielleicht hier auch Juden drin? Na, glaube nicht. Nee? Aber wenn Sie welche drin hätten, was würden Sie dagegen tun? Na, man könnte den Schrank in eine verschlossene Kammer packen und auch die Würmer ausräuchern. Ausräuchern? Ich glaube, er hat recht. Ach, jetzt wird geholt. Dann bin ich mal wieder. Schönen Dank, Meister. Wiedersehen. Bursche. Tja, guck. Ich hätte da einen Vorschlag zu machen. Ja? Ja. Ein Ja? Ein Ja. Kleine Holzarbeiten. Also, wenn Sie Lust haben, gegen Koch und Logis und ein kleines Handgeld. Naja, in der Not frisst man auch Kot. Das trifft sich. Ich hab da nämlich. Ja, so war das gemeint. Okay. Schwerholz. Werden wir denn lang, Bauer? Ja, ich auch. Das ist kein Problem. In den Schubladen. Alles klar. Da. Danke. Mhm. Schon fertig? Wie? So gut? Hey, das ist ja toll. Wie neu. Peters alte Hütte in neuem Wurm. Schatz, denn das gibt's nicht alle Tage, so eine irre Truppe wie wir. Ha! So wilde Typen wie wir. Wir singen dem Zus, den Holzwurm Zus. Ja, wo ist er denn? Hier. Ja, wir bohren, bis er rauskommt aus den Ohren, unserem Zus. Und jetzt ist Schluss. Alter. Der Tag heute war anstrengend und ihr habt auch genug ferngesehen, finde ich. Also, Abscheiß und tschüss, wissen Sie.